Über Pokéfreunde, Ubito wieder hier und ich weiß nicht, ob ihr das gerade hört. Draußen fährt natürlich immer, wenn ich aufnehmen will, ein Rasenmäher durch die Gegend und ja, ich hoffe, ihr hört es einfach nicht. Ich höre es ein bisschen. Jedenfalls heute Dialga, Mr. Geralt und Lugia. Das Team hat mir Joey Glasgow vorgeschlagen. Das wollte ich mal so ausprobieren. Er hat mehrfach damit Legende erreicht. Mal gucken, wie ich damit hier umgehe. Ich bin jetzt nicht der beste Lugia-Spieler, so viel will ich nur sagen. Okay, das ist schon mal ganz okay, würde ich behaupten. Kraftkoloss war klar. Hier zünde ich einfach einen netten Draco. Und gehe jetzt hier in Giratina. So ist mein Plan. Ja, es wird noch richtig tricky wicky. Ja, den halte ich noch aus. Den Schlagbohrer. Und jetzt gehe ich auf Spukball. Ich will ihn raus haben. Okay, ja, schön. Das ist okay. Na, ich schütte jetzt auch. Habe ich ja keine Prämisse. Okay. Ich konnte leider noch nicht rauswechseln. Gehe jetzt einfach mal in Lugia. Ich glaube, ich habe den Kampf verloren. Ach, dass der Gegner da noch rauswechselt, ne? Er geht im Metagross, ja. Schlau von ihm. Eigentlich recht schlau von ihm. Ah, ich hätte nicht auf Draco gehen sollen. Ich hätte einfach nicht auf Draco gehen sollen, ne? Ah, Wechseluhr ist leider gleich um. Ja, das hat der Gegner super gespielt, ja. Aber wir fangen perfekt ab. Und er kann nicht langsamer. Nein, ich muss einsetzen. Ich hätte nicht geschafft, runterzufahren, glaube ich. Ja, und hier reicht leider gleich ein Sternhieb. Ja, es war aber knapper als überdacht, oder? Es war knapper, als ich dachte. Ha, ärgerlich. Knapp, knapp, knapp. Na, hätte ich vielleicht den Himmelsfeger einfach hier auf Metagross noch bringen sollen, wahrscheinlich. Es war aber knapp. Also von daher. Ja, ich hätte noch ein, zwei Feuer-Odem machen können, aber das hätte, glaube ich, auch nichts gebracht. Ah, hätte ich dieses Stalobor runterfahren können, das wäre perfekt gewesen. Das wäre perfekt gewesen. Oh, warum setzt du jetzt schon ein? Dann ist das ein Spukball.
Die kann ich natürlich nirgends so richtig abfangen, Spreu. Außer wenn er jetzt vielleicht ködern würde. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich bei, wenn er eigentlich die andere Attacke gehabt hätte, abfange. Ja, Spukball abfangen war es eigentlich in dem Sinne auch nicht. Na, ich kann jetzt hier rein nochmal. Ach, das bringt mir aber null was. Oder vielleicht? Ich hätte vielleicht auch auf Draco gehen sollen. Nee, wurde eh geschildert, okay. Entschuldigung. Ja, ich muss schilden, ne? Okay, er geht sogar auf Draco, das ist gut. Dann gehen wir hier auf einen Schädel. Und gucken, was jetzt zum Schluss kommt. Der liebe Kai, ja? Wir haben einen Schädel noch ready. Komm schon. Okay, du hast einen Surfer. Dann ist er vollkommen in Ordnung. Dann ist das ja easy, cheesy, easy. Weil Dialga gewinnt den Gleichstand und ein Eisschädel reicht jetzt auch. Ah, ja, das ist schön. Das war das gegnerische Dialga so gut weggehauen haben noch. Ja, okay, Gegner gibt auf, perfekt. Ja, den ersten Kampf würde ich sagen, hätten wir auch gewinnen können. Definitiv. Da hätte ich gerne am Schluss gehabt, dass. Also, ich hätte es dann gerne gehabt, dass Lugia gegen Daruran dann kämpft. Und ja, Dialga gegen Metagross. Da hätte man auch wahrscheinlich das Erdbeben nicht mehr überlebt. Und wieder Mewtwo. Mhm. Ich hoffe, er baut diesmal auf Fokusstoß auf. So. Ah, das war zu früh. Aber er hat scheinbar Fokusstoß. Er hat scheinbar Fokusstoß. Das ist sehr gut. Ja, hau mir dein Donner oder Draco Union, das ist mir vollkommen egal. Oh, er hat sogar Donner. Ah, Draco wäre mir hier, glaube ich, lieber gewesen. Und der Schild nochmal. Okay. Okay. Also ich brauche hier nichts schön. Ich glaube, ich gehe gleich rüber. Ah ja, er wird eh auf Psychostoß gehen, oder? Was meint er? Ja, schade. Ah, ich werde jetzt eh schön. Ich werde schön und runterfahren, glaube ich. Ja, Mewtwo wird nichts mehr machen. Mewtwo wird zu keiner Psychoklinge mehr kommen. Okay, Togekiss. Ja, das sollten wir haben.
Ja, den Kampf sollten wir auch gewonnen haben. Oder? Ja, doch, Hammer. Wir haben ja einen Eisenschädel drüben ready. Und den setzen wir auch gleich ein. Oh, das Team ist schon hier sehr gut. Gefällt mir. Lugia ist einfach ein mehrfaches Schild, kann man sagen. Naja, gut, dass der Gegner bei seinem Dialga Donner gezeigt hat. So wusste ich, dass ich bei meinem Dialga nicht chillen muss und mir die Schilder aufheben kann. Ah, ich verstehe auch Joeys Teamidee, weil Lugia ist perfekt gegen Groudon. Und Dialga hat sehr, sehr schwer gegen Groudon. Ja, ich würde sagen, das spielen wir sogar aus. So, jetzt setzen wir mal. Hä, wie kann das sein? Es kam doch eben gerade schon ein Charme an. Warum kommt in der nächsten Sekunde noch ein Charme? Ja, ich werde auch mal stehen. Falls es nicht die Antikraft ist. Ja, genau deswegen chill ich. Er kann sich zwar den Wechsel holen, aber... Und? Wechsel ist nicht immer alles. Geh mal hier rein. Oh, danke, dass du in die Alga kommst. Danke, dass du in Dialga kommst. Dann lege ich alles zum Schluss auf Mr. Giratina. Ich werde hier nichts schilden. Ja, wir gehen gleich rüber. Okay, konnten wir gar nicht. Na, vor dem Eisenschild habe ich gar nicht mehr so eine Angst. Draco wird es, glaube ich, nicht sein. Nein. Ja, Eisenschild macht nicht mehr viel. Naja, wird hier auf Unheilböe gehen. Wir gewinnen den Gleichstand. Ah, das wird auch richtig tricky. Ah, ich glaube, wir versuchen runterzufahren, oder? Er wird eh nur auf eine halbe Rehe gehen. Oh, er hat noch eine Attacke fertig. Nein. Ich hasse Togekiss. Na okay, dann verlieren wir das hier. Ja. Ich kriege das eklige Kiss noch weg, aber... Ah, hätte ich mal runterfahren können, ne? Oder hätte ich doch Draco schilden sollen unter Umständen? Aus Gründen? Ja, vielleicht hätte ich auch Draco schilden sollen. Ah doch, ich hätte Draco schilden sollen im Nachhinein. Ja. Ja. Weil mit Drachenruten hätte ich dem Giratina schon geschadet und wäre vielleicht unter Umständen zum Luftstoß gekommen. Wenn ich runtergefarmt hätte. Also das Dialga runtergefarmt hätte. Okay, das ist schon mal eine gute Führung. Er wird eine Drachenklaue machen und rausgehen, das wissen wir. Das wissen wir alle. Wir gehen gleich in Lugia.
Ja, ich werde nicht schön. Gib mir den Draco, egal. Hier schädige ich den mal nicht. Okay, schon wieder einer mit Donner. Na, mal sehen, ob du schildest. Ja. Ja, aber die sind noch gut, die Attacken. Nehmen wir hier auch rein. Das wird noch eklig. Wobei, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Kommt drauf an, was reinkommt. Ja, wir gehen gleich auf Draco. Okay, weg ist er. Ach, komm schon. Ja, ich hätte es denken können. Oh, hätte ich mal geschildert, ne? Und ich kann keinen Charme timen. Ich kann keinen Charme timen. Und der schildert nicht. Ja, verloren. Leider, leider verloren. Ach, mit zwei Schilden, ne? Ich hätte mit Torgekiss rechnen müssen. Ich hätte mit diesem ekligen Vieh rechnen müssen. Ja, okay. Also ich sag's mal so, den Kampf hätte man durchaus gewinnen können. Aber das Team ist auch recht Togekiss anfällig, muss ich sagen. Außer die Dunkelklauen resistiert Togekiss alle Sofortattacken hier. Aber eigentlich trifft man auch gar nicht mehr so viel auf Togekiss, aber ja. Vielleicht der Algorithmus, munkelt man. Okay, Rayquaza ist in Ordnung. Was bist du? Solgaleo ist in Ordnung. Er soll seine Attacke machen. Ja, gehen wir hier rein. Resistieren hier die Feuerattacken. Wir haben gute Energie auf Dialga. Wir gehen direkt auf Spukball. Ah, er hat bestimmt noch ein Psycho-Pokémon hinten. Gehen auf Spukball. Kriegen so ein Schild. Sehr schön. Ja, er hat viel, viel Energie. Ich werde in Lugia gehen. Ja, ist natürlich ätzend, das Vieh. Na, wir lassen die Attacke mal durch. Ja, ein vertragen wir. Wir gehen hier direkt auf Eisenschädel. War klar, dass ein Schild kommt. Aber wir haben noch zwei Schilde in Lugia, Rayquaza. Wir haben, glaube ich, Energie drauf, ne? Jupp. Wir schilden einmal. Den Kampf haben wir auf jeden Fall gewonnen. Ja, Zenitstürmer hätte ich eh geschildert, also von daher. Das haut jetzt mehrere Rayquaza weg, der,
Luftschuss. Interessantes Team vom Gegner auf jeden Fall. Na, ich muss mal den Joey fragen, ob er Lugia gegen Dialga schildert, wenn er Donner oder Draco macht. Ob er sich den Wechsel dann holt. Würde mich mal interessieren. Oder Lugia halt, wie ich, quasi eher als drittes Schild nur nimmt. Mal gucken. Lugia ist halt voll der Tank. Lugia hält viel aus. Dialga und Giratina halten auch nicht schlecht aus, aber Lugia ist halt hier der Übertank in der Meisterliga. Okay, das ist eine gute Führung. Das ist eine sau gute Führung. Ja, vielleicht wird er den Eisenschädel schon schilden. Weil er denkt, dass ich drin bleibe. Nein. Ah, dann kann ich trotzdem hier auf Lugia gehen. Ich werde kein Schild investieren. Draco, ja, schön. Ich hoffe, na, Eisenschädel würde ich jetzt auch noch überleben. Das heißt... Oh, sehr schön. Das heißt, hier Giratina kriegt einen Luftschuss des Todes ab. Klar, er kann runterfahren. Was auch nicht schön ist. Na, ich komme hier rein. Den ersten lasse ich durch. Ja. Unheilböe war nämlich klar. Ja, das wird jetzt auch noch eine Unheilböe sein. War auch klar. Wir gehen rüber. Wird hier nichts schön. Schlagbohrer kommt, ja. Danke für das Geschenk. Ja, das Problem ist, drüben könnte er jetzt runterfahren, ne? Wenn er das jetzt nicht schildert. Ja, das hat er auch wahrscheinlich vor. Ah, ich gehe auch nur auf Unheilböe. Okay, nein, wir fahren vorher runter. Okay. Ich dachte, ich bräuchte den Eisenschädel. Ich habe gar nicht mehr auf die Leben von Giratina geachtet, aber dann haben wir es richtig definitiv gespielt. Ja, Giratina ist sehr, sehr gut gegen Stalobor. Der Gegner musste die Unheilböen schillen, weil sonst hätte ich ihn so oder so runtergefahren. Benhogan 07. Ja, das spielen wir, glaube ich, glatt aus. Er hat einen 100er. Okay. Wir gehen auf Draco. Dann gehen wir hier rüber. Mal gucken, ob du den Draco findest. Nein, du findest nur Eisenschädel, okay. Ah ja, der liebe Kai. Interessant. Ja, das ist nur ein Surfer.
Surfer respektiere ich jetzt nicht so gerade. Boah, weg ist er. Luftstoß, weg ist er. Ja, jetzt habe ich den Wechsel. Oh, Lugia, du bist ein Tier. Lugia, du bist ein Tier. Lugia, du bist ein Tier. Du bist ein Tier. Und was kommt? Okay, wir gehen in Groudon. wir gehen in Groudon. Ah, ich bin so fertig. Wir gehen in Giratina natürlich. Okay, sehr schön. Sehr schön. Ja, Lugia hätte ich natürlich am liebsten gegen Groudon hinten gehabt, aber Lugia hat in diesem Kampf gezeigt, was es für ein Biest ist. Hat erstmal den lieben Kai weggeboostet und dann auch das liebe Kyogre. Okay, die Führung stimmt aber auch heute. Aber auch noch gar kein Xerneas oder so begegnet, ne? Okay, ich habe nichts gesagt. Nein. Nein, ich habe überhaupt nichts gesagt. Leute, ich habe nichts gesagt. Nein, ich habe nicht von Xerneas geredet. Nein, ich habe nicht von Xerneas geredet. Nein, nein. Och komm, jetzt gehe ich die Senkung. Oh, dann hätte ich eher Ente gesetzen müssen. Ah ja, stimmt, trotzdem von daher ist das egal. Setz ruhig ein, das ist mir egal. Und soweit, ja, passt. Und chill mal jetzt hier einmal. Okay, er geht auf Mundgewalt. Ah, oh, jetzt hätte ich abfangen müssen. Ach Mist. Das war gerade sau doof. Wobei ich eigentlich auch voll viel Energie gerade habe. Ja, Fee ist weg. Kommt die nächste Fee rein? Nein. Soll ich auf Draco? Ich gehe auf Eisenschädel. In der Hoffnung. Ja. Na ja, er hat bestimmt Draco jetzt, ne? Ja, Nein, er geht nur auf Eisenschädel. Na, ja, vielleicht war das ein Fehler. Wobei, wenn ich Unheilböse schaffe. Aber wenn das jetzt Draco ist, ne? Das wäre sau doof. Eisenschädel, okay. Okay. Dann haben wir das gewonnen. Weil Ladattackenleistand gegen sein Giratina gewinne ich. Ich hoffe, wir haben Draco. Ah, ich meine, wir hatten Draco. Ja. Und tschüss. Gut, dass wir uns den Draco noch aufgehoben haben. Naja, ist auf Eisenschädel gegangen. Das war ein Fehler. Vom Gegner. Er hätte den Draco machen müssen. Entschuldigung. Der Gegner hätte den Draco zünden müssen. Sage ich so, wie es ist. Oh, ich glaube, unter Umständen bleibe ich hier bei dem Team. Irgendwie gefällt mir das.
Eigentlich wollte ich bei dem anderen Team bleiben, aber das gefällt mir hier gerade sehr gut, das Team. Macht schon ziemlich viel Spaß. Bei uns, also bei mir ist gerade draußen Tornado des Todes. So, Wladimir, 79-79. Was hast du, Wladimir? Kai ist eine gute Führung. Für uns zumindest. Ja, wir können immer auf den Eisenschädel gehen. Und du schildest nicht. Okay. Okay. Ja, und alles, was kommt, überlebe ich. Ja, Draco, mir egal. Den Eisenschädel müsste ich auch noch überleben. Du bist doppelt abgesenkt. Blinder Luftschuss. Blinder, blinder, blinder Luftschuss. So. Und Tor gegessen. Nein. Ja, ich lasse mich hier jetzt runterfahren, definitiv. Ich ziehe jetzt ein Schild, definitiv. Warum heute die ganze Zeit Toggekürs? Ja, das werde ich wahrscheinlich hier verlieren. Ja, ich verliere den Gleichstand gegen Kai. Ah, Togekiss hier hinten ist noch echt eklig gewesen. Ah, du schildest, okay. Das hat mir ein Opening gemacht, geschafft. Dass du Togekiss noch hier schildest. Das hat mir den Sieg noch gebracht. Warum schildest du Togekiss und gehst raus? Damit hast du es ja gerade voll verspielt. Aber danke schön fürs 5-0. Finde ich sehr, sehr gut. Eigentlich hätte ich das verloren. Aber er hätte sich eigentlich den Schild für Kai aufheben müssen. Damit hätte er mich jetzt am Ende sonst fertig gemacht. Und zum Glück hat Unheilböe gegen das liebe Kyogre gereicht. Ja. Sehr schön. Oh, ein 96er Stiebel kann man behalten. Wobei, ich habe einen 100er. Okay, wir gehen auf 2724. Und ich habe noch 3 Sets heute, morgen nochmal 5. Ja, mit sehr, sehr, sehr viel Glück könnte man da noch Legende erreichen. Aber ich glaube es eher nicht. Aber ich gebe mein Bestes. Für die Folge soll es das gewesen sein. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.